Das ist der Blick für heute Abend. Wir nehmen euch mit auf eine 5-tägige Trekking-Tour entlang des Sörmundsleden, durch die malerischen Wälder Südschwedens, entlang stiller Seen, eingehüllt in mystische Nebelschwaden, weite Landschaften, die die Seele beruhigen. Auf wie geht's? Auf wie geht's? Wir brechen auf für heute. Leider hat es vor circa einer Stunde angefangen zu regnen. Aber wir sehen es positiv. Jetzt kommen endlich die Regenhosen zum Einsatz. Wir wollen ja nichts irgendwie ungenutzt mitnehmen, oder? Oder zurücknehmen, besser gesagt. Tja, ich finde es auch ganz angenehm, gerade mit der Regenhose. Schön warm. Nee. Tja. Vielleicht können wir sie bald wieder ausziehen. Matthias hat es herbeigesehnt. Jetzt legt er die Regenhose ab. Und wie fühlt sich's an? Oh, sehr viel besser. Ja. Damit atmen die Beine halt schon besser. Ja. Oh ja. Wie? Ihr kennt die Schuhwerbung von damals noch. Georgs, der Schuh, der atmet. Oh nein, jetzt haben wir Schleichwerbung gemacht. Aber guck mal hier. Ihr seht jetzt kein einziger Tropfen mehr. Eine spiegelglatte Oberfläche. So kann es jetzt bleiben. Egon und ich bleiben noch vollständig bekleidet. Aber wahrscheinlich werde ich es gleich bereuen. Wenn Matthias jetzt so dann sagt, boah, es ist angenehm frisch. Und ich sage, oh Gott, ich verplatze. Aber wir haben sowieso ein anderes Temperatur finden. Ja, das stimmt. Matthias läuft im T-Shirt rum und ich bin dick eingemummelt mit Pulli und Decke. Die kleine Insel, die mitten im See liegt. Richtig idyllisch. Seht ihr, wie Matthias dampft? Ich hoffe, man erkennt es auf der Kamera. Sehr witzig, da kommen immer so Wolken. Ich glaube, wenn er ausatmet raus. Weil es einfach doch noch relativ kalt ist. Aber schaut mal, wie die Sonne hier durchkommt. Perfekt. Nach dem Start in den Morgen, wo wir erstmal mit Regenhose losgewandert sind und alles angezogen haben, was geht. Sonst jetzt das Wetter wieder wohlgesonnen. Kommen nur so ganz einzelne kleine Tröpfchen. Den Regenbogen reißt es wahrscheinlich noch nicht. Tatsächlich gerade die erste Person heute gesehen und das nach einem Tag, wo wir gestern keinen Menschen gesehen haben, wirklich total cool, weil selbst auf dem Kungsleden, der deutlich abgelegener ist in Lappland, haben wir an dem Tag, naja, schon so 7, 8, 12 Personen am Tag gesehen und hier war gestern wirklich einfach niemand. Hast du den ersten Satz gelesen? Nein. This section is pretty demanding. Oh, das ist jetzt für die Kommen, ne? Ja. Okay. Steep climb. Okay. Was muss das was, ne? Aber da steht auch nice resting place. Hier an dem Abstand ist es gerade etwas matschiger.
hoffentlich hört es gleich wieder auf. Das ist also der Steep Climb. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen auf der GoPro. Geht schon ganz gut ordentlich hoch. Der nächste See und sie sind alle bezaubert hier. Da drüben steht eine Bank, die sieht total cool aus. Und auf dem Vorsprung. Auf dem Vorsprung. Vorhin hat der See noch im Sonnenschein geglitzert und jetzt regnet schon wieder. Glitzern nur noch unsere Augen. Aber was cool ist, durch den Regen werden auch so die losen Blätter vom Herbst runter geregnet. Ah, ich habe noch die Kappe auf, deswegen. Und es sieht aus, als würde es auch Blätter regnen, nicht nur Wasser. So tolle Natur, da kann man trotz Regen nur strahlen. See Nummer 1000. Und wieder wunderschön. Selbst im Regen. Hier machen wir jetzt Rast. Ja. Wir lassen uns jetzt einen Bruschetto-Aufstrich schmecken. Mit? Mit solchen kleinen Pizzadingern hier. Also es sind Cracker, aber die sehen sehr reichlich hier mit Tomate und Oregano. Sind auch, glaube ich, italienisch, weil da steht Pomodoro e Oregano. Ich hoffe, ich habe es jetzt einigermaßen italienisch ausgesprochen. Ich glaube, die rollen auch das R so. Tja, Peter Pan. Und das ist unser Ausblick. Wir saßen jetzt hier so lange. Haben noch gequatscht. Das ist schon aufgehört, da zu regnen. Ja, aber es war auch super angenehm. Also es war jetzt so einzelne Tropfen, die runtergekommen sind. Zumindest unter dem Baum. Unter dem Baum, genau. Der See war eine Fläche von Wassertropfen. Aber ich finde, es hat nochmal so eine extra gemütliche Stimmung hier gesorgt. Und ja, hatten unsere Bruschetta-Dinger mit dem Aufstrich. Und Matthias hat noch Schokolade. Ich hatte noch einen Apple Pie. Eine No-Bake Apple Pie. No-Bake Apple Pie. Der war übrigens sehr gut. Ja, und jetzt geht's gestärkt weiter. Die ersten Sonnenstrahlen kommen wieder raus. Hast du schon genug von Seen? Nee, weil jeder sieht nochmal anders aus und den finde ich jetzt auch wieder total schön, weil hier vorne an der Stelle das Schiff so schön rauskommt. An dieser kleinen Insel. Jeder hat dann doch so ein bisschen seine Besonderheiten. Hier gibt es überall so kleine Seen. Weil das hier Überreste von einem Steinbruch sind. Ihr habt nicht danach gefragt, aber ihr kriegt den nächsten See. Rutschig hier. Jetzt muss ich zurückfahren. Piep, piep, piep. Wir sind gerade zwischen Etappe 12 und 11. Und hier steht am Wegesrand eine ziemlich neue Toilette. Mit Wickeltisch. Behindertengerecht. Super sauber. Alles enthalten. Papier und Co. Richtig top.
in der Beschreibung von Etappe 11 steht, dass hier Wölfe gesehen wurden in der Gegend. Okay, ich hoffe, also es fühlt sich schon anders an, als also wenn man sagt, so, es heißt Wolffahrt oder wir sind Wölfe, huhu, aber wenn man jetzt weiß, man läuft wirklich in das Gebiet rein, wo Karnivoren sich aufhalten. Ja, aber die sind bestimmt ganz scheu, lieb. Aber außer jemand äfft sie nach, wie du gerade. Ja, das mache ich jetzt auch nicht mehr danach. Das hört jetzt auf, also bevor wir da reinlaufen. Also interessant, die mal heulen zu hören nachts, fände ich es ja schon. Vielleicht hören wir sie. Vielleicht. Hier gibt es wieder sehr viele von diesen Minenlöchern. Es wurde auch dafür gewarnt. Es wurde auch davor gewarnt, vom Weg abzuweisen, weil es ja über 200 von diesen Minenschächten gibt. Unser Zeltplatz für die Nacht, heute mal direkt im Wald und nicht an einem See. Und dort unten sieht man es vielleicht, dort gibt es einen Brunnen für die Wasserversorgung. Was gibt es zum Abendessen? Also heute gibt es Mienudeln mit traditioneller Soße. Also 2 Päckchen Ketchup von McDonald's. Ja, wie immer am Self-Serve-Automaten bestellt, bezahlt. Und dazu noch eine Gemüsebrühe. Und dann schauen wir noch, ob wir noch ein paar Riegel oder Kekse essen. Ja, ich hatte schon Bock. Mein Magen knurrt ganz gut nach dem Tag heute. Guten Morgen. Morgen. Wir brechen auf zu den letzten Kilometern. Ja, haben heute die letzte Nacht hier in der Wildnis verbracht, direkt im Wald. Ihr hört es im Hintergrund. Das ist nur ein kleiner Auszug von dem, was wir gestern Abend hatten, als wir einschlafen wollten. Ja, der Wald war sehr aktiv, aber Wölfe haben wir nicht gesehen bisher. Nee, aber man ist schon ein bisschen wachsamer. Also ich muss sagen, wenn dann doch mal irgendwo in der Ferne ein Hund bellt, ist man ein bisschen am Überlegen, wer da bellt. Nee, aber tatsächlich waren es halt super viele Vögel. Und da stand auch dran, dass es halt hier Eulen oder so gibt. Also es waren wirklich solche Uhu-Geräusche. Ja, aber wir haben das schon mal beim Biwakieren im deutschen Wald festgestellt. Der Wald schläft irgendwann auch. Man muss nur warten, dann wird auch die Tierwelt ruhig. Die Morgenstimmung ist alles noch so ein bisschen verschlafen. Das ist auf jeden Fall nochmal richtig felsig hier gerade. Das ist ein ganz leichtes Kraxeln. Und was ganz witzig ist hier, ich habe ja sonst die Tage diese Flasche hier von Matthias drin gehabt. Und ich dachte eben, hier gibt es Kühe. Aber das ist die ganze Zeit der Karabiner, der hier jetzt lose hängt, weil die Wasserflasche weg ist. Also verstaut ist, weil wir kein Wasser mehr jetzt dabei haben. Ja, witzig, ne? So gedacht, hey, wo kommen denn plötzlich Kühe her? Die Spuren der Zivilisation lassen sich nicht mehr verbergen. Ja, das ist so ein langsames Ausgleiten des Pfades. Es sind nur noch wenige hundert Meter bis zum Bahnhof. Und somit sind wir am Ende unserer Tour. Es war wunderschön. Also, packt euren Rucksack. Schnappt euch euren Campingkocher und geht raus in die Natur und besucht die Zermanns-Läden in Südschweden. So ist es.
Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, aber nicht vergessen. Bis bald, auf Wiedersehen.